Am Wort ist Gerald Loacker von den NEOS. Da fällt auch das Thema Beamtendienstrecht. Und da haben wir ja diesen großartigen Beschluss hier erleben müssen, mit dem, um die Worte der Bundesregierung zu verwenden, bewusst und ausdrücklich die Diskriminierung perpetuiert wird. Also wir werden das Beamtendienstrecht wegen seiner Diskriminierung ein weiteres Mal sanieren müssen in Zukunft, wenn es halt schon wieder aufgehoben wird, weil halt schon wieder gemurkst wurde. Wie ich überhaupt, auch aus den Worten heute, Frau Staatssekretärin, von Ihnen, sehr vieles zu sehr vielen Themen gehört habe und zu ein paar Millionchen wegen Digitalisierung, weil vielleicht ein Tischler, der das eh schon seit 10 Jahren macht, seine Pläne jetzt auch digitalisiert darstellt, das ist ja keine Innovation, das ist ja schon lang State of the Art, zum Beamtendienstrecht, dort wo wirklich Geld weitergeht, kommt nichts. Ich habe das Gefühl, es interessiert Sie einfach nicht. Und das wäre ein wesentlicher Punkt, weil es hier keine vernünftige Steuerungsmöglichkeit gibt. Die Beamtengehälter, die Beamtenpensionen zahlt das Finanzministerium, das Dienstrecht machen Sie und die Gehälter zahlt das jeweilige Ministerium, bei dem diese Beamten beschäftigt sind. Und wenn ein Ministerium Beamte in vorzeitigen Ruhestand schickt, dann sind wir halt wieder beim Finanzministerium, wohin die Kosten ausgelagert werden, wenn sie jemandem irgendwo zu viel sind. Da gäbe es viel zu tun, da gäbe es viel Geld zu heben und dort sollten Sie Ihren Fokus hinlegen. Wenn Sie da erfolgreich sind, haben Sie so viele Millionen für Ihre Digitalisierung, dass Sie gar nicht mehr wissen, wohin damit.